Hallo, Herr Karaman. Hallo. Sie sind mit einem 3:0 beim 1. FC Niederkassel in die Saison gestartet. War das nach der langen Vorbereitung der verdiente Lohn? Definitiv haben wir das gezeigt, was in der Vorbereitung sich schon wiedergespiegelt hat. Die Jungs haben gut gearbeitet in der Vorbereitung. Wir hatten ein super Trainingslager hier in Worringen und da haben wir eigentlich vor anderthalb Wochen, vor dem ersten Spieltag, den Grundstein gelegt. Und die Jungs haben das im ersten Spiel schon annähernd so gezeigt, wie ich mir das vorstelle, die Vorgaben erfüllt. Und definitiv die 3 Punkte auch zu Recht mitgenommen. Als Sie nach Worringen gekommen sind, waren Sie der 3. Trainer in 3 Jahren. Stehen Sie jetzt mit dem 2. Jahr für eine gewisse Konstanz im Verein? Was vorher passiert ist mit den Trainern, beziehungsweise wer vor mir hier war, interessiert mich nicht so viel, weil ich auf mich selber gucken musste. Mit 14-9 letztes Jahr mussten wir in der Liga die Vorgabe des Vorstands erfüllen. Und die war ganz klar der Klassenerhalt, beziehungsweise schon zu zeigen, dass wir als ehemaliger Oberligist da schon eine gute Rolle spielen. Es war keine Rede vom Aufstieg, aber generell sagt man ja auch, dass das 2. Jahr das schwierige Jahr wird oder ist. Und so sehe ich das auch. Die Qualität war definitiv oder wurde jetzt definitiv gesteigert. Und wir sind in der Breite und in der Tiefe sehr gut aufgestellt und dementsprechend ist die Vorgabe des Vorstands natürlich auch eine ganz andere als letztes Jahr. Für mich als Neuling letztes Jahr war es eine Umstellung, aber jetzt keine gravierende und in diesem Jahr heißt es ganz klar, dass wir im oberen Drittel auch mit dieser Qualität im Verein oder beziehungsweise im Kader im oberen Drittel mitspielen müssen. Aber oberer Drittel, ist es nicht eher die Pflicht aufzusteigen? Wie sieht der Vorstand das Ziel zum Aufstieg? Ja, wie ich es schon erwähnt habe, es wurde Qualität eingekauft. Wir haben qualitativ sehr gute Spieler dazu bekommen, haben uns natürlich auch von dem einen oder anderen trennen müssen. Und aufgrund dessen ist natürlich auch die Marschrichtung auch ganz klar, dass wir im oberen Drittel angreifen müssen. Es wäre aber vermessen zu sagen, dass wir jetzt aufsteigen. Ja, das kann man nicht machen, weil zum Aufstieg gehören so viele Faktoren. Man braucht Glück, man muss auch einen guten Tag erwischen beim Schiedsrichter. Auch Schiedsrichter sind Menschen. Es ist aus meinem Munde ist es schon überraschend, aber es ist leider so, dass auch wir auch hier und da vom Schiedsrichter abhängig sind. Und dementsprechend sind die ersten 3 Plätze bis 4 Plätze angepeilt. Und alles, was als Benefit dazukommt, wird mir natürlich und dem Vorstand sehr gut gefallen. Wo siehst du denn noch Verbesserungsmöglichkeiten bei SG Worringen? Also, wenn man jetzt vom Ganzen ausgeht, ist der Verein schon sehr gut aufgestellt. Das muss man schon sagen. Egal, was in der Vergangenheit war, es steht hier alles auf soliden Beinen. Das sehe ich. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ganzen. Wo man Verbesserungsmöglichkeiten hätte, wäre ganz klar ein Kunstrasen. Das muss ich leider so sagen, wie es ist. Da hinken wir ein bisschen vielleicht noch nach, aber wie sagt mein Vorsitzender immer so schön, wir schauen uns nach den Spielern um, nicht die Spieler nach uns und beziehungsweise entscheiden wir immer noch, wer hier hinkommt und anhand der Qualität, die immer wieder hier auf dem Platz auch steht oder im Kader über Jahre schon immer stand, kann man nur sagen, dass Worringen eine gute Adresse ist und diesen Makel des Ascheplatz, den man hier und da mal auch verwenden muss, da kann man drüber hinwegsehen. Alles in allem, in jedem Bereich, auch vom Sponsoring, muss ich sagen, sind wir sehr gut aufgestellt. Man merkt mit den Worten, die du wählst, du lebst den Fußball. Bleibt dabei eigentlich überhaupt noch Zeit fürs Privatleben? Naja, ich bekomme schon den einen oder anderen Rüffel zu Hause. Das ist schon richtig. Also dadurch, dass man ja auch als Trainer, und ich mag immer noch mit 38 Jahren zu sagen, dass ich ein junger Trainer bin, dass man immer noch Ziele hat. Und diese Ziele im Einklang mit der Familie zu bringen, ist natürlich nicht immer so einfach. Nichtsdestotrotz kennt die Dame zu Hause auch mich schon seit 14 Jahren und kann dementsprechend auch das schon gut beurteilen. Aber natürlich ist es ein hoher Zeitaufwand, wenn man als Trainer weiterkommen möchte. Und das möchte ich. Wie kann man sich das denn vorstellen? Wie tickt Urs Karaman denn privat? Tja, Urs Karaman tickt in dem Sinne privat, dass er ständig an Fußball denkt und natürlich auch seiner Leidenschaft auch privat nachgeht. Und dadurch, dass ich mich verbessern möchte und auch weiter lernen möchte, ist es sehr wichtig, in dem Bereich des Trainers auch lernen zu wollen und offen zu sein für alles, bin ich natürlich auch derjenige, der gerne viele Spiele aufzeichnet und sich dann da auch für sich selber, für seinen Verein, für seine Arbeit Rückschlüsse zieht. Gibt es denn dann überhaupt Unterschiede zwischen Privatperson Urs Karaman und dem Trainer? Vor allem auch in Bezug auf die 90 Minuten, ist da schon ein Unterschied merkbar?
Ja, also ich sage den Spielern immer gerne, vielleicht ist es eine falsche Marschrichtung, aber das ist meine Philosophie. Der Spieler selber weiß, was er richtig gemacht hat auf dem Platz. Ich bin dafür da, dass er sich auch sage, was er falsch macht. Und das kann hier und da mal ein bisschen forscher sein. Und zu Hause muss ich natürlich dementsprechend dann auch schauen, dass diese Leidenschaft oder dieser Enthusiasmus nicht zu stark dann auch sich widerspiegelt. Ich bin privat eigentlich eher ein ruhigerer Mensch. Und auf dem Fußballplatz versuche ich der Perfektionist zu sein. Vielen Dank, Oskar Remann, für dieses Interview.